Hier sehen wir schon die Einblendung Saturday Night Grapple Masters Jackson Pilakin gegen Braven Fett. Sehen wir jetzt, Jackson Pilakin ist jetzt hier schon im Ring. Ja, bleiben wir noch hier auf Braven Fett hier. Jetzt, meine Güte, sieht auch richtig krank aus, sag ich jetzt schon, mit seiner Maske, die er auf hat. Ja, der Black Wolf. Güte, ja. Also, ganz ehrlich, Simi, ich bin wirklich richtig, richtig gespannt. Also. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch nichts sagen, wer jetzt in diesem Match die Vorteile hat. Also, vorhin dachte ich auch eher Miles Mercer, aber Joja hat ja dieses Match dann gewonnen gehabt. Und hier sieht es eher nach einem, ja, Gleichstand aus, also was die Statur angeht. Ja, ich würde sagen, hier Braven Fett hat so ein bisschen, ein kleines bisschen an Vorteil mit Mutai, was er ja schon seit dem 10. Lebensjahr eigentlich schon macht. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob diese Erfahrung jetzt auch in diesem Match ihm zugute kommt. Ja, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also Braven Fett ist natürlich auch ein Muay Thai Fighter. Und wie du es auch erwähnt hast, Steve, seit dem 10. Lebensjahr ist er eher am Trainieren. Sieht man ihn natürlich auch an. Also wirklich ein harter Brocken. Aber man darf natürlich Jackson Pilakin natürlich auch nicht schlecht dastehen lassen. Sieht natürlich auch wie ein harter Brocken aus. Zwei Brocken gegeneinander. Das gibt richtig. Wirklich nein, richtig. Zwei Erdspalte treffen aufeinander. Kann man in diesem Fall sagen. Oh, oh, aber du siehst schon hier direkt hier in den Seil hier reingerettet und nee, also wirklich. So Leute, fangt mal an hier, ich will was sehen hier. Also, jawohl, sehr schöner Clinch hier und ja. Kräfte messen, aber Braven Fett gewinnt ihn für sich, hat ihn auch gleich im Haltegriff. Ah, geht wieder nach oben, ja, ja. Ja, jetzt kommt der Whip in. Oh. Ja, ein Elbow von Jackson Pilakin. Ja, da freut er sich, aber er muss halt ein bisschen dranbleiben. Also, ja, darf sich nicht zu viele Pausen gönnen, weil man sieht jetzt hier, Braven Fett kommt zurück. Ja, richtig. Und das ist das was ich gerade gemeint habe, so, ne? Also, das ist also die Erfahrung von Muay Thai und auch von den Kickboxen, ne? Also, da darf auf jeden Fall hier Jackson Pilakin sich da nicht so sicher sein. Oh, sehr schön. Sehr schön. Schön gemacht, ja, auf jeden Fall von Braven Fett. Den Fans gefällt es auf jeden Fall hier in dieser Halle. Das ist so ein bisschen die Lage gedreht hier. Oh, das war eine richtig unfaire Aktion. Meine Güte, wirklich. Ja, aber Steve, ich muss ehrlich sagen, Jackson Pilakin macht es ja schon etwas schlau. Geht jetzt wirklich an die Beine von Braven Fett. Hat wirklich eine Schwachstelle bei ihm gefunden. Bearbeitet jetzt auch hier wieder das Bein. Das tut schon beim Hinsehen weh. Jetzt Anlauf und... Gegen das Knie von Braven Fett. Das gibt's nicht hier. Braven Fett jetzt ein bisschen angeschlagen hier und Cover direkt. Eins. Ja. One Count. Ja, jetzt wird wieder das Bein hier bearbeitet und kommt jetzt. Oh, wird schön gedehnt hier. Meine Güte, ey. Meine Güte. Und was kommt jetzt?
Ja, ist ja wie beim Physiotherapeuten, aber ich glaube nicht so angenehm, also mit Jackson Pilakin als Therapeuten. Ja? Ich glaube, da könnte man schon einen besseren vorstellen. Oh, Big Boot ging daneben. Jetzt hier kommt hier Fett wieder zurück. Sehr schön hier. Was kommt jetzt? Ja, ein Aufgabegriff, aber Jackson Pilakin, ja, jetzt drückt er ihn in die Ecke. Raymond Fett kann sich befreien. Oh, Roller. Eins, aber hier, eins, zwei. Zwei. Two count. Das war jetzt wirklich überraschend von Braven Fett, dieses Cover. Also da war selbst Jackson Pilakin eigentlich auch sehr, sehr überrascht gewesen. Jetzt was... Ah, nee, das Bein spielt nicht mit hier. Direkt Big Boot hier, ist klar. Aber Steve, wie ich gesagt habe, Jackson Pilakin schlau gemacht gegen das Bein und da hat sich's auch bewahrt. Hat ihn richtig, Cover hier. Eins, zwei, 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 two count. Ja, so schnell geht's noch nicht, aber Jackson Pilakin ist schon auf dem richtigen Weg, also bearbeitet doch hier, so wie es aussieht, ja, weiterhin das Bein von Braven Fett. Und kommt so eine Art Figure Four Leglock von Braven Fett. Oh, das sieht schon sehr, sehr schmerzhaft aus. Oh, geht hier in die Mitte. Nee, doch nicht. Direkt am Seil hier. Braven Fett hier und ja, trotzdem hier, man sieht schon. Larkin lässt auf jeden Fall nicht los hier, ne? Also bleibt definitiv hier am Bein, hat eine Schwachstelle jetzt gefunden und will jetzt natürlich das Bein hier weiter bearbeiten, aber nein. Boah. War so eine Art Abwand, oder? Ja. So in ja. Richtung von Jackson Pilakin. Du siehst schon hier, wird ein bisschen verhöhnt hier. Braven Fett. Meine Güte, ey. Ja, Jackson Pilakin nicht so beliebt bei den Fans hier, klar durch seine Arroganz, aber im Ring muss man sagen, ja, da hat er schon ein bisschen Käffchen, dieser Jackson Pilakin, und ihm würde ich natürlich auch zutrauen, wirklich mal um einen Titel zu kämpfen. Ja, wird, glaube ich, früher oder später so sein, aber jetzt hier. Braven Fett kommt wieder zurück hier. Oh, Kick geht daneben. Oh, sehr schöne Aktion. Meine Güte. Sehr, sehr schön gemacht hier. Jetzt liegen beide hier auf dem Boden. Ja, okay. Braven Fett versucht Cover hier. Eins, zwei. Oh. Da haben wir auch schon die drei gesehen. Ja, ich ehrlich gesagt auch, Steve. Aber... Da kommt Braven Fett natürlich raus. Jackson Pilakin muss jetzt natürlich nachsetzen, wenn er noch dieses Match gewinnen will. Denn Braven Fett ist jetzt natürlich im Vorteil. Nimmt ihn jetzt hoch. Nee, klappt nicht. Kommt jetzt. Was für ein Headbutt, ey. Meine Güte. Ja, Headbutt, Schulterblock. Aber da kommt Braven Fett natürlich schnell an die Seile ran. Das Cover wird unterbrochen, aber Jackson Pilakin ist jetzt hier auch im Vorteil. Was für ein Kick hier. Meine Güte, meine Güte. Jetzt Cover. Eins, zwei, drei. Das war's. Das war's. Also Glückwunsch wirklich. Also mega. Geniales, geiles Match auf jeden Fall. Also mega. Mega. Ja, da muss jetzt Jackson Pilakin jetzt nachlegen, wenn er wirklich mal einen Titel holen will. Aber ja, gegen Braven Fett kam er jetzt nicht ran. Braven Fett gewinnt hier dieses Match. Wohlverdient, wohlverdient.
Ja, da sagt er nochmal, hör mal zu. Unterschätzt mich nicht, Kollege. Ich habe dich besiegt hier. Und jetzt kurzes Statement hier. Güte, Simi, du hast schon recht, die Augen, die machen schon so ein bisschen Angst, wirklich, ey. Ja, nicht umsonst nennt er sich The Black Wolf. Oh, genau, da zeigt er nochmal hier seinen Ruf hier. What a match that was. Oh, here we go.